Ja, Bernie, ganz bitter, glaube ich, 1:0 verloren gegen den Regionalliga-Absteiger Hall. Allerdings waren wir nicht so schlecht, oder? Ja, an sich waren wir, glaube ich, die beste Mannschaft. Es ist umso bitterer, wenn du das Spiel verlierst, wenn es einfach nicht sein muss. Von den Chancen her, wenn man da besser. Wir haben nur in Unterzahl gut gekämpft, wirklich viele Chancen rausgearbeitet. Aber leider halt nichts. Nein. Ja, wie ist das passiert? Aber ganz alleine? Ja, wir stehen ja im Raum bei der Ecke, bei den Standards. Und da sind wir ja gut gestanden. Da sind wir zu kurz gestanden, beziehungsweise haben wir auch nicht geschaut, dass hinten zwei Leute sind. Da war der Marco dann gegen zwei und auch noch zu kurz gestanden. War einfach Stellungsfehler, dummes Tor, muss nicht sein. Die Gegner haben, glaube ich, unsere Hälfte bis dahin noch gar nicht gesehen, bis wir vorkommen. Ja, danach auch nicht viel. Ja, es war halt, ja, wie gesagt, ein dummes Gegentor aus der Standardsituation. Die fangen wir uns in letzter Zeit zu häufig ein einfach. Das war jetzt, glaube ich, das dritte dieses Jahr, oder? Und ja, schwer, so eine Niederlage. Ich glaube, um was Positives zu finden, auf die Leistung selber kann man aufbauen. Ja, das ist auf jeden Fall. Also kämpferisch, top, läuferisch waren wir auch richtig gut dabei, haben Chancen, wie gesagt, gehabt. Oder nur der Abschluss hat er zu wünschen in den Lassen. Ich glaube, wir werden ihnen überlegen gewesen. Ja, bin ich auch der Meinung. Also Punkt wäre mindestens gewesen, auch verdient gewesen. Sogar zu 10 spielen müssen, weil der Ebermacher leider Geld rot gekriegt hat, hat uns aber eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wie gesagt, das war ja sein Fehler beim Gegentor. Ja, sicher stört sein. Wenn man umstellen muss, wenn man mit Dreierkette eigentlich weitergespielt, war taktisch dann wieder ein bisschen anders. Und sind aber trotzdem noch gut gestanden. Also. Druck haben wir weiterhin aufrechterhalten können, aber leider kein Tor schießen können. Leider. Na, hoffen wir, dass es am Samstag wieder besser geht beim Heimspiel. Ja, das ist auf jeden Fall dann 3 Punkte. Ja. Danke.